Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Freizeitpark Traveler Podcast Folge. Und heute entführen wir euch nach Rheinland-Pfalz und zwar zu einem Freizeitpark, der sich in den letzten Jahren wirklich unglaublich zum, wie ich sagen würde, Positiven verändert hat. Und zwar rede ich von dem Holiday Park und was es da alles zu erleben gibt, was es da auch für Tipps und Tricks gibt, wie ihr sparen könnt, was ihr erleben könnt, das bespreche ich jetzt hier in der neuesten Folge, aber nicht alleine, sondern natürlich wieder mit dem lieben Jens. Hallo Jens. Hallo lieber Stefan. Ja, und das ist für mich auch ein ganz spannender Park. Das ist nämlich von allen größeren Parks in Deutschland der, zu dem ich die kürzeste Anreise habe hier aus dem Frankfurter Raum. Und dementsprechend war ich da auch schon ein paar Mal und bin immer wieder überrascht. Ja, wie du schon gesagt hast, der hat sich sehr, sehr gemacht über die letzten Jahre und der kann schon hier und da mit den wirklich großen Parks auch mithalten. Zumindest in Teilen. Zumindest in Teilen, ja, ja, genau, absolut. Also, nicht komplett. Also vielleicht kann ich ja so ein bisschen auch meine persönliche Story, bevor wir jetzt in die Tiefe einsteigen, mal erzählen, weil tatsächlich bin ich früher auch als jugendliche Person immer mit dem Ferienbus von der örtlichen Sparkasse einmal im Jahr hingefahren. Und das war halt immer so ein Erlebnis, so mit den Freunden da zum ersten Mal dann auch so hingefahren zu werden. Also so morgens ganz früh hin und dann abends dann auch wieder zurück. Und dann so das erste Mal mit den großen Achterbahnen auch zu fahren, also gerade hier die G-Force war auch so meine ersten größeren Achterbahnen, die ich dann gefahren bin. Und das war halt dann schon auch ein Erlebnis und auch mein mein Angstgegner. Und ich glaube, dass da so ein bisschen auch die Angst herkommt von dem Thema Freefall Tower. Weil ich glaube, wenn jetzt meine Follower schon so verschiedene Radio-Interviews auch mitbekommen haben, dann erwähne ich ja meistens, dass ich A, keine Schiffschaukel fahre und kein großer Fan von Freefall Towern bin. Und das ja hat so ein bisschen den Hintergrund, da ich diesen Freefall Tower im Holiday Park gefahren bin. Und nicht aus freien Stücken, sondern eher so, ja, wie man das halt so macht in so einer Jugendgruppe, so eigentlich hat es keine Lust, ja, so ein bisschen Mutprobe, so, ach, das schaffst du eh nicht und dann denkt man sich so, nein, ich steig da jetzt ein und ja, es ging halt sehr, sehr, sehr langsam nach oben und oben wird dann nochmal schön so ein Foto auch gemacht und ja, der Fall nach unten ist dann natürlich in wenigen Sekunden dann auch, hatte ich das dann hinter mich gebracht. Aber ich glaube, dass aus diesem Erlebnis heraus sage ich, dass ich da jetzt nicht der größte Freefall Tower Fan geworden bin jetzt in den letzten Jahren und jetzt auch so Attraktionen eher meide. Aber so grundsätzlich waren das schöne Erlebnisse und der Park war auch ganz anders auch aufgebaut. Also das, was man heute findet, ist wirklich vieles auch neu, viele neue Themenbereiche, viele neue Attraktionen. Und auch so alte Attraktionen, also ich kann mich noch an diese gelbe Achterbahn erinnern, den Superwirbel fand ich auch super, der wurde ja auch vor ein paar Jahren auch abgerissen, also es hat sich viel getan und das fand ich nochmal ganz spannend auch in meiner Vorrecherche, dass den Holiday Park jetzt schon 50 Jahre gibt, also in diesem Jahr 2021 hat der Holiday Park sein 50. Jubiläum und das finde ich schon sehr beachtlich. Auf jeden Fall. Und man merkt es ihm aber auch gar nicht mehr so wirklich an, ne? Weil die es auch geschafft haben, viele Dinge einfach auch mal abzureißen und über Bord zu werfen. Das ist ja das, was ich dem einen oder anderen Park eben da mal so vorwerfe, dass man einfach alles so stehen lässt, ne? Und dann lieber mal sich von Altem trennen. Und das, was neu gebaut wird im Holiday Park, finde ich, wenn sie was Neues machen mit neuer Thematisierung, wie jetzt Biene Maya vor ein paar Jahren oder jetzt auch aktuell Vicky, das sieht schon sehr, sehr ordentlich aus, was das Thema Thematisierung angeht und was auch die Attraktionen angeht. Also alles, was neu gebaut wird, ist eigentlich immer zum Besseren. Ja, also dazu muss man natürlich auch wissen, 2010 wurde der Holiday Park ja auch von der belgischen Freizeitparkgruppe Blobsa übernommen. Also Blobsa gibt es ja auch gibt's auch Parks in anderen Ländern, wie in Belgien zum Beispiel. Also da gibt es auch schon verschiedene Attraktionen, die da schon stehen, die jetzt nach und nach in den Holiday Park auch einziehen werden oder schon eingezogen sind. Und ich finde schon, dass sich der Park zum Positiven verändert hat. Und ich habe ja, nachdem ich ja als Jugendlicher, sagen wir, da sehr oft war, habe ich dann den Park viele, viele Jahre nicht gemieden, aber bin halt eher in Richtung Europapark oder zu den anderen Parks dann auch gefahren. Und letztes Jahr bin ich dann nach vielen, vielen Jahren wieder da gewesen zum Dino Splash. Das war ja diese Rafting-Anlage, die ja damals Donnerfluss hieß die, glaube ich, damals. Die wurde ja umthematisiert und auch mit generell mehr Thematisierung, mehr Dinos, mehr Effekte und sowas.
Und ich war echt baff, wo ich dann da war, wo ich dann gedacht habe, so, wow, warum hatte ich jetzt die letzten Jahre den Holiday Park nicht auf dem Schirm? Weil diese Rafting-Anlage so grandios umgebaut worden ist, mit so viel Flair, mit so viel Stimmung, Nebeleffekte, auch im Dunkeln, echt schön atmosphärisch. Und ja, deshalb würde ich sagen, seit 2020 bin ich eigentlich ein Fan vom Holiday Park. Und der wird häufig übersehen, ne? Das, da gebe ich dir recht. Der geht so ein bisschen unter hinter Europapark Phantasialand und Co. Aber ja, muss ich nicht so wirklich verstecken. Ist natürlich auch ein bisschen kleiner, aber jetzt nicht viel kleiner. Man kann wunderbar einen ganzen Tag dort verbringen. Den braucht man auch den ganzen Tag. Also es ist nicht so, dass du nach 5 Stunden irgendwie alles gefahren bist. Und man kann den, ich finde den Park auch sehr schön, ein bisschen verwinkelt. Man kann den schön erkunden. Und man sieht nicht alles sofort, gerade eben auch das Thema Dino Splash. Man läuft so ein bisschen herum und das ist auch für mich so ein bisschen auch so ein kleiner Tipp, den ich immer den Leuten gebe, gerade für den Holiday Park, einfach mal den Parkplan weglegen und so ein bisschen rumlaufen. Und dann kommst du um eine Ecke und dann ist da noch eine Attraktion und hier noch was. Und da gibt es sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Dinge einfach zu entdecken und man sieht eben nicht alles vom Eingang, weil er anders ist wie viele andere Parks und man läuft nicht in so ein Zentrum rein und kann dann irgendwie auf die ganzen Seiten laufen, sondern ist relativ länglich angeordnet. Und ja, man kann sich da schön verlaufen und findet schöne Attraktionen. Es ist ja so eine Kombination zwischen alt und neu. Also es gibt viele, ja, wie sage ich es, ältere Sachen wie dieses Pfälzer Dorf, wo es auch diese Ritterburg gibt. Ich kenne jetzt gerade den Namen irgendwie nicht, wo man halt auch so an so schaurigen Puppen vorbei. Burg Falkenstein. Ja, genau, Burg Falkenstein. Also das ist noch relativ traditionell gehalten. Dann gibt es jetzt so wie Dino Splash, die alte Attraktion, die komplett, sage ich mal, überarbeitet worden sind. Und dann gibt's neue Attraktionen, wie der neue Bereich rund um das Thema Wiki, also das Wikiland, was jetzt gerade ganz frisch 2021, jetzt in diesem Jahr, eröffnet hat, mit zwei Attraktionen. Zum einen den Disco Coaster, die große Welle, auch die Attraktion und die Art kennen wir auch schon von anderen Blobster-Parks. Und auch ein Splash-Battle, wo man sich so fröhlich mit Wasser beschießen kann, ist auf jeden Fall ein Spaß im Sommer. Und man wird auch tatsächlich sehr, sehr nass. Also ja, das ist man von Mack Rides oder generell von Mack ja auch gewohnt. Solche Art, also die Art von Attraktionen gibt es ja auch in anderen Parks. Also da wird man auf jeden Fall sehr nass. Und drumherum gibt es auch, glaube ich, noch einen, also gibt's noch einen Kinderspielplatz, es gibt einen Wiki-Grill, es gibt einen kleinen Souvenirshop. Und das so schön thematisiert, dass ich sage, da muss sich der Holiday Park wirklich nicht verstecken. Und wenn sie dieses Niveau an Thematisierung auf den gesamten Park noch ausrollen können, ich glaube, dann haben wir in ein paar Jahren wirklich einen Park, der sich da nicht mehr verstecken braucht und den man auf jeden Fall einmal im Jahr mindestens besucht haben muss. Und du hast uns noch ein bisschen Wiki Splash unterschlagen, was ich eine sehr, sehr schöne Wildwasserbahn finde, vor allem mit überraschend viel auch, sage ich mal, ja, Themenfahrt dazwischen, also nicht, aber viel mehr, als man so erwarten würde von so einem kleineren Park. Und man fährt eben na, durch so ein, zwei dieser Wiki-Häuser und hat da so ein paar von den Wikingern da drin. Ja, die könnten sich vielleicht noch ein bisschen mehr bewegen, aber das ist irgendwie wirklich nett gemacht. Man fährt zwischen mal rückwärts und es geht dann auch ganz schön runter und vor allem nicht nur so einmal, sondern so ein bisschen so doppelt. Also auch das ist eine sehr, sehr schöne Bahn, die auf dem ersten, also die besser ist sogar noch, als sie aussieht, finde ich. Und vor allem, die steht ja auch schon ein paar Jahre. Also die ist ja jetzt nicht erst neu eröffnet worden, sondern die wurde auch nur umthematisiert. Ich glaube auch in den letzten Jahren schon. Und weißt du auch, wie die Attraktion früher hieß? Nein. Weil ich finde den Namen echt grandios. Teufelsfässer. Oh Gott. Und da ist man auch so in diesen dunklen Part reingefahren und da waren so Teufel, die dieses Rad gedreht haben, sodass man dann rückwärts gefahren ist. Also die Attraktion Teufelsfässer. Ach, das ist ja cool. Ganz schön, auch alte Namen irgendwie nochmal irgendwie so auszukramen. Und ja, jetzt fügt sich das natürlich wirklich stimmungsvoll in dieses gesamte Bild dann auch ein. Und da haben sie sich auf jeden Fall was Gutes getan und generell jetzt diese ganzen Themenwelten, wie du es ja gerade schon angesprochen hast, mit Wiki oder Biene Maya oder auch Tabaluga, das mag jetzt vielleicht eher erstmal sich so ein bisschen kindlich auch anhören, aber ich finde, dass das jede Alters- und Zielgruppe auch anspricht, weil auch mit Wiki hat ja jeder auch mehr oder weniger Berührungspunkte auch gehabt. Und wie die Attraktionen jetzt thematisiert sind, also ich glaube, da wird jetzt keiner sagen, ah, das ist jetzt Wiki, deshalb fahre ich es jetzt nicht, sondern ich glaube, das wird auf jeden Fall in jeder Altersgruppe sehr gut ankommen. Absolut. Und das ist auch das Schöne, was den Park für mich ausmacht, ist ja nun, dass ich bin jetzt selber auch kein Fan von diesen Riesenachterbahnen. Also Skyscream, da hört für mich schon der Spaß auf und auch den Freefall Tower ist auch nicht so meins.
Aber dafür gibt es halt auch viele schöne Sachen eben auch für Kinder, wo sich eben, ne, also dass die Mischung ist sehr gut zwischen Dingen für Kinder, aber auch wirklichen Thrill-Rides, die dann aber auch den Namen verdienen und die ja auch relativ beliebt und populär teilweise sind. Also ich weiß, dass GeForce ja auch so in der Achterbahn-Community ganz, ganz gerne gefahren wird. Und aber eben auch diese Kinderattraktionen haben es teilweise auch in sich und die sind jetzt nicht nur kindlich und langweilig und sind aber auch wirklich schön gemacht und da habe ich auch meinen Spaß drauf. Ja, auch diese Indoor-Halle, vielleicht kannst du auch da unseren Zuhörern mal so ein bisschen erzählen, was man da so findet und warum das vor allem für Familien so ein Highlight ist, diese Indoor-Halle. Ja, es gibt ja diese Indoor-Halle mit Tabalugas Achterbahn, die im Übrigen auch gar nicht so langsam ist für eine Kinderachterbahn, muss ich sagen. Und das ist natürlich ohnehin auch das Schöne, ne? Wenn es heiß ist oder kalt ist, man kommt mal in eine Klimatisierung rein, man hat dort was. Also ich hatte immer das Thema, dass meine Tochter noch zu klein war für Tabalugas Achterbahn, aber mein Sohn wollte das immer fahren und dann konnte der das fahren und parallel konnte halt einer, ne, mit der Kleinen dann, es gibt so ein kleines Bauernhof-Karussell mit so wirklichen Holzfiguren, auf denen man sitzt, so eine Riesenrutsche und so Geschichten. Mias Elfenflug ist auch eine ganz schöne Sache hier von Mia and Me, wenn man das kennt, auch was so ein bisschen hoch geht, hoch und runter und sich dreht und also wirklich auch das ist schön thematisiert. Man findet Heidi da drin, mit Heidi kennt ja nun auch jeder. Und selbst allein schon ein Bild mit Heidi, glaube ich, und dem Almöhi zu machen, ist ja auch mal ganz nett. Und also diese Sachen findet man dort auch relativ kompakt mit einem Dach drüber, wenn es mal draußen zu kalt oder zu warm ist. Und eben, wie gesagt, Tabalugas Achterbahn auch gerade für Kinder. Eine relativ schöne, gut gelungene Kinderachterbahn. Und man sieht sogar Arktos. Kennst du Arktos ja. noch? Ja, oder? Der böse Gegenspieler von Tabaluga. Genau. Da gab es doch damals immer so eine, ich weiß gar nicht, was war das denn für eine Sendung da, wo man dann auch, ich weiß nicht, so eine Tabaluga-Show, ich muss dann das nochmal ergoogeln, aber wo man auch auf so einer, also Eisflächen war, wo man sich so einen Weg merken musste, wo man dann in Richtung Arktos so immer so springen musste und wenn man ja, den Weg genau. richtig gelaufen ist, hat man irgendwie so einen ganz tollen Preis bekommen und da hatte ich dann immer so das Gefühl, da muss ich auch mal gewesen sein, weil klar, wenn man zu Hause sitzt, hat man immer so das Gefühl, man macht es besser oder wird es besser machen, wie die Kinder, die jetzt gerade irgendwie da sind. Aber stimmt. Die Sendung ist schon ewig alt. Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren die irgendwie mal kamen. Aber da habe ich immer gedacht so, ah Mensch, den Arktos, den zeige ich das mal. Dem willst du mal begegnen und das kannst du eben im Holiday Park machen. Und ja, aber das sind so, ne, die haben so ein paar schöne Sachen aufgegriffen, die jetzt sonst nicht in jedem Park sind. Und wie gesagt, auch Biene Maja ist wunderschön gestaltet. Und ich meine, auch klar, jetzt bin ich nicht mehr nur die Zielgruppe, aber ich bin auch mit Biene Maja aufgewachsen. Und deswegen ist das relativ schlau gemacht, da kann Jung und Alt eben noch was mit anfangen und es ist einfach schön gemacht und die einzelnen Bereiche eben, das meinte ich damit, die neu gemacht werden, wie Biene Maja und wie Vicky, die sind dann aber auch richtig schön thematisiert. Ja, und auch ganz, ganz cooler Fact, es gibt auch einen Winterzauber im Holiday Indoor, so heißt er die Halle, und zwar vom 9. November bis 28. März an jedem Wochenende und auch in den Weihnachtsferien und in den Winterferien ist diese Halle geöffnet. Also selbst wenn der Hauptpark dann zu hat, kann man dann im Winter den Holiday Park bzw. diese Holiday Indoor Halle besuchen. Und es gibt ja da 7 Attraktionen und sicherlich vielleicht auch das eine oder andere, was man da auch snacken kann. Dass man da vielleicht auch mal so am Wochenende vielleicht auch mal sich dann einen Vormittag irgendwie da ein Ticket holt und da einfach mit der Family mal sich einen Spaß macht. Absolut. Und was der Holiday Park natürlich auch zu bieten hat, was teilweise auch größere Parks gar nicht so wirklich haben, ist eine relativ große Fläche für eine Show. Und zwar eine Wassershow mit so Motorbooten und Piraten und so. Ich weiß ja nicht, ob die aktuell unter Corona-Bedingungen läuft, aber wir machen... Also dieses Jahr ist es leider ausgesetzt. Also die genau, Wasserski-Stunt-Show, von der sprichst du ja wahrscheinlich. Genau, aber je nachdem, wann ihr diese Folge hört, vielleicht gibt es es ja dann schon wieder und Corona ist vorbei. Aber überhaupt die Idee, dass man in so einem kleinen Park dann auch so eine relativ hochwertige Show auch abfährt, fand ich auch immer sehr beeindruckend. Ja, also das ist auf jeden Fall... Ich weiß gar nicht wo, also ich habe das nur mal gesehen im Leoland in Florida. Ich glaube, da gibt es so eine Wasserski-Show, aber ansonsten ist mir das noch nicht über den Weg gelaufen. Also das finde ich dann schon auch was Einzigartiges. Auf jeden Fall, also in Europa habe ich sowas auch noch nicht gesehen. Ja, sehr cool. Ja, also egal, also wann ihr die Folge hört, schaut vielleicht mal auf der Seite. Für 2021 ist es, glaube ich, abgesagt worden, weil ja, glaube ich, auch die Darsteller auch nicht jetzt aus Deutschland kommen, sondern, glaube ich, aus irgendwelchen anderen Ländern auch dazugeholt werden oder eingeflogen werden. Wahrscheinlich ist das jetzt auch vom Aufbau her jetzt vielleicht auch zu aufwendig auch gewesen. Aber das ist auf jeden Fall eine Show, die man gesehen haben muss.
Ansonsten, was ich auch noch sehr schön finde, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen im Parkplan auch unterwegs sind, zum einen generell der ganze Bereich rund um Thema Biene Maja, da gibt es ja Majas Blütensplash. Das ist ja dieses Rundfahrkarussell mit diesem eingängigen Song, den man dann 3 Wochen im Kopf hat, wo ja eigentlich gesungen wird, wie man zu fahren hat. Also man kann da nach oben ziehen den Hebel und nach unten. Und man muss genau. diesen Wasserspritzer aus dem Weg gehen, also indem man hoch und runter fährt. Sonst wird man da wirklich nass. Also, und das ist manchmal so ein bisschen unangenehm, weil ich immer so das Glück hatte, dass das Wasser direkt in das Ohr gespritzt wird. Du hast dem Song nicht richtig zugehört, sonst wüsstest du, wie du ausweichst. Ja, ja, da, aber manchmal ist er auch abgelenkt und dann ist man zu spät dran und dann ist schon vorbei. Aber das meine ich auch, das ist echt eine Attraktion. Da denkst du erst, naja, das ist so ein normales Ding, was sich so dreht, aber das ist auch gar nicht so langsam und das ist richtig cool gemacht. Das macht mir echt mega Spaß, die Attraktion. Ja, also auch das ist wirklich... Auch was Besonderes, ich meine, klar, diese Art von Fahrgeschäften gibt es auch überall, auch in Disneyland Paris oder auch also in anderen Parks halt mit einer anderen Thematisierung, aber das ist auf jeden Fall wirklich gut gelungen und so, dass man sagen kann, ja, ist für jede Altersgruppe was dabei, aber auch mit so einem Blütensplash oder auch diesen, wie heißt der denn nochmal, diesen verrückten Baum heißt der, der sich auch so hin und genau. her wippt und sowas. Und sich dreht, ja. Ja. Auch nicht ohne. Nee, ist auch nicht ohne. Aber was du eben gesagt hast, was ganz wichtig ist und auch ja ein Tipp, den wir eigentlich in jeder Folge mehr oder weniger sagen, zumindest in den bisherigen, ist einfach euch auf jeden Fall die App runterzuladen, weil auch genau das Thema, findet jetzt diese Show statt oder nicht, ne? Oder was gibt's alles für Attraktionen und vorab so ein bisschen auch zu planen, was ist welchem Alter oder welcher Größe darf ich in welche Attraktion rein? Da lohnt sich's immer vorab einfach sich in die App zu installieren. Und da auch mal zu schauen. Und vor allem habe ich damit auch einen interaktiven Parkplan immer auf dem Handy dann dabei. Das hilft, wie ich es ja eingangs schon erwähnt habe, dem doch etwas verwinkelten Holiday Park dann doch auch sehr. Ja. Um vielleicht nochmal auch das wichtigste Thema vorab zu klären, bevor man überhaupt den Holiday Park besucht, ist ja das Thema Tickets und Jahreskarten. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, da lohnt es sich wirklich vorab, sich da mal ein bisschen mit auseinanderzusetzen, weil es gibt immer und immer echt gute Angebote. Also die Jahreskarte nur allein für den Holiday Park, für Gäste über 1 Meter, also so für Erwachsene, kostet 65 Euro, also 64,99. Und das ist für so eine Freizeitpark-Jahreskarte und mit dem Angebot ist das eigentlich nichts. Ist das eigentlich wirklich nichts. Es gibt dann auch so bestimmte Aktionen, ich glaube auch Black Friday oder, also es gibt verschiedenste Anlässe, wo man auch da wieder 5 bis 10 Euro auch da nochmal zusätzlich sparen kann oder auch wenn man das auch verlängert. Also da würde ich euch wirklich empfehlen, oder wir, schaut auf der Website vom Holiday Park, schaut aber auch auf den Social Media Kanälen vorbei, also gerade Facebook, Instagram. Es gibt immer irgendwelche Rabattaktionen auf die Jahreskarten, so dass es sich lohnt. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt nicht nur den Holiday Park besuchen, sondern auch andere Blobster-Parks wie Blobsterland de Panne oder Blobster Coop, da gibt es ja ganz, ganz viele Parks, dann kostet die 99,99, also in Huni für ein Jahr Spaß in allen Blobster-Parks. Also ich finde, das ist schon eigentlich ein sehr, sehr guter Deal. Absolut, das zahlst du ja in manchen Parks schon fast als Eintritt, ja. Also das ist wirklich, da kannst du gar nichts sagen. Also wenn ich überlege, dass gerade auch kleinere Parks, ne, da machen wir auch noch ein paar Folgen, ich zahle hier bei meinem lokal ansässigen, sehr, sehr kleinen Freizeitpark um die Ecke, zahle ich auch 50 Euro für eine Jahreskarte. Sag den Namen, wir müssen den Namen sagen. Im Taunus Wunderland zahle ich auch schon 50 oder 55 Euro oder was für eine Jahreskarte, dann lege ich 10 Euro drauf und kann den Holiday Park ein ganzes Jahr, das ist ja schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja, also da auf jeden Fall vorher dann auch schauen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Tagestickets. Ich glaube, die wurden jetzt erst ganz frisch etwas teurer gemacht. Die liegen jetzt offiziell bei 39,95. Aber auch da, es gibt immer eigentlich einen Deal bei Groupon, irgendwelche anderen Rabattcoupons. Also es gibt ja so ganz viele Rabattseiten auch, wo man auch so günstige Tickets dann auch findet. Da ist der Holiday Park meistens dabei. Oder auch so Gutscheinhefte, so 2 für 1. Also es gibt eigentlich immer irgendwelche Rabattcodes, auch in Supermärkte, in so Flyer oder sowas. Also haltet da einfach mal die Augen offen und kauft jetzt nicht, außer ihr wollt den Park natürlich unterstützen, dann dürft ihr gerne auch die Tickets zum Vollpreis auch kaufen für 39,95 Euro oder 34,95 für Kinder. Oder ganz kleine Kinder, also ich schaue gerade nochmal so parallel auf der Website, für 15,50 Euro, also guckt da einfach mal, aber die besten Deals kriegt man auf jeden Fall, wenn man vorher mal 5 Minuten googelt und dann einfach spart.
Genau, oder je nachdem, wo ihr arbeitet, wenn ihr bei einem größeren Arbeitgeber seid, wie es bei mir auch der Fall ist, kann man über so Corporate Benefits-Seiten und so Geschichten, ne, da gibt es auch so Zusammenschlüsse so von so Firmen, wo man auch günstige Preise, habe ich im letzten Jahr, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 24 Euro im Eintritt bezahlt, ne, für eine Person, also für mich jetzt, so für Erwachsene. Also das ist auch, da kriegt man relativ gute Deals. Ja, und das ist halt echt, also auch das ist ja nichts für einen Eintritt und für die Attraktionen, die da stehen. Also das kann man auf jeden Fall mal ausgeben und da ja, macht man nichts falsch. Apropos ausgeben, es gibt ja auch wie in anderen Parks auch die Möglichkeit, die normale Warteschlange nächstes Mal so ganz easy peasy zu umgehen. Ob das immer so fair ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, das wollen wir, glaube ich, jetzt hier nicht ausdiskutieren. Ja. Weil klar, wenn man in der normalen Schlange ewig ansteht und man sieht da Leute, die an einem vorbeigehen, dann kommt dann natürlich erstmal so ein bisschen Frust auf. Aber es gibt auch im Holiday Park einen Expresspass für 29,99 Euro, also knapp 30 Euro, der ermöglicht ein, also insgesamt maximal 9-mal die, also ausgewählte Attraktion über einen separaten Eingang dann zu betreten. Und neben dem Zugang gibt es dann auch noch 10% Rabatt auf die Einkäufe. Also da gibt es auf jeden Fall noch weitere Vorteile. Und es ist, glaube ich, wie so ein Punktesystem. Also man hat da verschiedene Punkte. Und bei Achterbahnen zählen Fahrten in der ersten Reihe dann doppelt. Also dann habt ihr dann halt weniger Guthaben, die euch dann, sag ich mal, davon abgezogen werden. Also da müsst ihr so ein bisschen gucken, welche Attraktionen ihr da fahren wollt, vor allem wo ihr auch sitzen wollt. Und dann ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, ja, den ein oder andere, die ein oder andere Warteschlange dann damit zu umgehen. Genau, aber wenn ihr sowieso einen günstigen Deal fürs Ticket habt, ne, und dann zahlt ihr vielleicht inklusive dem Expresspass genauso viel, wie ihr regulär fürs Ticket bezahlt hättet, dann kann es sich ja vielleicht sogar irgendwie lohnen. Genau, ja. Also das auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Dann, genau. Es gibt sogar Events, ne, im Holiday Park. Mhm. Auch das ist ja, sag ich mal, so ein sehr spannendes Thema, weil 2021 wissen wir ja alle, das, was wir jetzt vielleicht heute sagen, kann morgen schon nicht mehr gültig sein, yeah, was das Thema Events angeht. Aber das, was schon stattgefunden hat, ist natürlich neben der, es gab einen großen Testbetrieb im Wikiland, eine große Eröffnung, das will ich jetzt mal so ein bisschen ausklammern, gab es auch schon die Wednesday XXL Summer Nights oder Holiday Park Late Nights hießen die, also die haben jetzt schon im Sommer stattgefunden, wo der Park bis 22.30 Uhr geöffnet hatte. Und da war ich zwar nicht persönlich, aber ich habe super schöne Fotos gesehen, wie der Park auch nachts beleuchtet dann noch war und dass die Attraktionen dann auch gefahren sind. Also das war super. Und dann ist auch das Thema Halloween ein ganz, ganz großes Thema. Und auch das habe ich auch von vielen, vielen Leuten gehört, dass gerade die Holiday Weeks im Holiday Park wirklich grandios sein sollen. Und ich habe auch schon gehört, dass sie dieses Jahr wieder stattfinden sollen. Ich glaube, man hält sich jetzt aktuell noch bedeckt, was so das Thema Termine angeht und wann und mit wie vielen Leuten, weil es ist ja immer so ein schwieriges Thema, weil viele Sachen ja auch Indoor sind oder Outdoor. Also da liegen jetzt aktuell mir persönlich jetzt noch keine Informationen vor. Aber da das auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben, dass Halloween da wirklich ein großes Thema ist. Dazu ja, kann ich noch ganz kurz erzählen, da habe ich nämlich letztes Jahr eine kleine Backstage-Tour spontan bekommen im Holiday Park. Und zwar war ich in einem dieser Gruselhäuser. Und auch da muss ich dazu sagen, ich bin jetzt nicht der größte Grusel-Fan. Also ich war einmal bei Traumatica im Europapark. Das hat mir so ein bisschen schon so den Rest gegeben. Weil das wird ja auch immer besser von Jahr zu Jahr. Also das ist ja schon, also stimmungsmäßig, atmosphärisch, das ist ja schon gut gemacht. Also das kann man ja nicht anders sagen. Ich finde das super und die werden auch immer besser. Bei mir ist einfach, ich liebe diese Häuser und ich würde auch so voll gerne da reingehen. Ich hasse nur Erschrecker und ich hasse einfach erschreckt zu werden. Und da das meistens nur mit diesen Erschreckern funktioniert, werde ich die eigentlich sonst nie von innen sehen. Insofern bin ich so ein bisschen neidisch für deine Backstage-Geschichte, weil du konntest es einfach mal so, die schön thematisierten Gruselhäuser sehen, ohne dass sich einer erschreckt hat. Ja. Und das wäre genau mein Ding. Also wenn die da so eine Tageskarte für hätten, dass man einfach mal durch die Häuser laufen kann, ohne dass einer erschreckt, da wäre ich sofort dabei. Vielleicht hört ja auch jemand vom Holiday Park zu, vielleicht ist das ja noch eine Möglichkeit, so tagsüber dann auch diese Häuser dann auch zu beleben. Aber das war dann auch so ganz spannend, dann auch mal zu sehen, okay, mit Tageslicht, wie sehen diese Häuser aus? Weil mit Tageslicht sehen die natürlich sehr unspektakulär aus. Trotzdem auch schon beim Betreten, ich glaube, das war so eine
ich weiß gar nicht, wie das hieß, aber so eine urige Weinlaube und das hat schon so ein bisschen muffig auch gerochen und man hat schon an der einen oder anderen Stelle auch gesehen, was da so für Effekte rauskommen, wo so die Maschinen auch stehen für Nebel und Co. Also das war schon ganz spannend gemacht. Aber so im Freundeskreis habe ich schon wirklich viel, viel Lob auch gehört. Also für die, also wenn ihr auf Halloween Horror steht und so Gruselhäuser, dann sind die Halloween Fright Nights im Holiday Park auf jeden Fall genau das Richtige für euch. Also schaut da wirklich auf der Website vorbei. Ich bin aktuell noch guten Mutes, dass das dieses Jahr stattfindet, nachdem der Europapark ja auch mit Traumatik an den Start geht, wird es sicherlich auch im Holiday Park in diesem Jahr eine Möglichkeit geben. Ich habe eine wunderbare Überleitung, ja, weil wenn wir beim gruseligen Thema sind, können wir einfach mal aufs Essen rüberschwingen. Ja. Ja, also das ist so, ne, wir reden ja immer, wenn ihr unseren Freizeitpark-Traveler-Podcast schon häufiger gehört habt, dann wisst ihr, wir reden natürlich immer gerne übers Essen und wir wissen, dass euch da draußen das Essen auch sehr interessiert und da bin ich so ein bisschen bei dir. Also wenn man sich anguckt, wir haben ja gesagt, jetzt kann der Holiday Park hier und da auch schon mit den großen Parks mithalten und wenn wir von den großen Parks reden, reden wir natürlich von Europa-Park und Phantasialand und natürlich auch Disney Paris und so Geschichten, wobei da das Essen auch nochmal was anderes ist. Aber gerade bei dem, das geht eher beim Thema Thematisierung und vielleicht noch Attraktionen. Beim Thema Essen, finde ich auch, hinkt der Holiday Park noch so ein bisschen hinterher. Also, ich versuche gerade nach Worten zu ringen, die dieses Ausmaß der Katastrophe nicht ganz so detailliert irgendwie dann auch, ja, ich finde es einfach Horror. Also, du kennst mich, ich glaube, in jeder Folge schwärme ich von irgendwelchen Leckereien und feiere eigentlich alles ab, was nur ein bisschen Thematisierung hat und wenn es keine Thematisierung ist, dann dass das lecker ist. Aber ich habe bisher noch nichts wirklich Leckeres im Holiday Park gegessen und das finde ich halt echt schade, weil A, das ganze Thema Wiki und Co., da könnte man schöne Cupcakes machen mit so einem Wikingerhut drauf oder irgendwelche leckeren Sachen, aber es gibt halt meistens irgendwie so gegrillte Sachen, wo so Sachen schon so mehr oder weniger nicht so appetitlich irgendwie dann rumliegen und also alle, die zuhören, wir wollen ja immer ehrlich sein und deshalb, ja, im keinem Park will ich das machen und ich würde immer sagen, wenn ihr im Freizeitpark seid, gönnt euch da auch was Leckeres zu essen, aber im Holidaypark muss ich wirklich sagen, nehmt euch lieber was mit und da bin ich echt traurig, dass ich das sagen muss und wenn jemand wirklich vom Holidaypark zuhört, vielleicht haben wir ja das Glück, dann wäre das wirklich nochmal mein Appell, da einfach noch ein bisschen nachzurüsten, weil das ist nicht mehr standardgemäß und wenn es zumindest irgendwelche Basic-Sachen wären, die aber zumindest gut sind, dann gerne, aber wenn schon die Basic-Sachen wie Pizza und Nudeln und Co. nicht lecker sind, dann ja, finde ich es echt. Und wir versprechen euch, wenn ihr es anpasst und das Essen leckerer macht, aktualisieren wir sofort diese Podcast-Folge und dann schneiden wir das hier raus, ihr werdet da nie wieder was von hören. Ja, und nur mal so als Beispiel, es hat ja jetzt dann auch im Wikiland dieser neue Wiki-Grill auch aufgemacht und da habe ich gedacht so, Mensch, das ist doch jetzt mal so eine Möglichkeit, da richtig geile Produkte, geile Burger irgendwie, so richtig wikingerhaft, irgendwie so bodenständige Küche, irgendwas Geiles gegrilltes oder so hätte ich mir das vorgestellt. Was gibt's? Irgendwie so Pommes mit irgendwie so ja, ich will nicht sagen, so Gyros drauf oder sowas oder halt so, ich weiß nicht, so Soßen und so Pommesdöner. Ja, so. Ja. Finde ich, also, passt gar nicht in die Thematisierung. Alles andere ist geil und dann kommen wir dahin und denken sie so, yo, das ist es jetzt. Und dann noch generell finde ich es halt einfach unkreativ. Und ja, also ich hoffe wirklich sehr, dass es irgendjemand hier hört und uns unser Wunsch berücksichtigt und vielleicht in der nächsten Saison überrascht mit irgendwie ein geiles Menü, irgendwie tolle Thematisierung auch beim Essen, irgendwelche leckeren Snacks, die man nicht schon überall gegessen hat. Das wäre schön. Aber damit ihr jetzt da draußen nicht ganz verstört seid und die Folge sofort abdreht, es gibt noch einen Lichtblick im Holiday Park. Und zwar sind das die Churros. Es gibt nämlich einen Stand, wo Churros verkauft werden. Das ist erstmal das Positive. A, dass es super lecker ist. Die gibt es auch mit Dip und da kann man ja auch mit Zimt und Zucker und Co. Also richtig lecker. Und ich muss sogar sagen, um in Superlativen zu sprechen, ich glaube, die sind noch besser wie die im Phantasialand. Und die sind ja schon immer von allen gelobt. Aber ich finde, dass die wirklich von der Qualität nochmal echt nochmal einen Zacken drüber sind. Und da gibt es so einen schönen kleinen Wegelchen direkt neben Skyfly in diesem Bereich.
Das, was man vielleicht wissen muss, es ist halt ein externer Betreiber und wird nicht vom Holiday Park betrieben. Also deshalb, Holiday Park, bitte, da draußen, hört uns jemand. Ja, aber wenn ihr wirklich Hunger habt und was Leckeres haben wollt, gönnt euch diese Churros, die Preis-Leistung, super Qualität, super. Und da denke ich mir, also wenn das, sag ich mal, so ein externer Betreiber hinbekommt, warum kriegt das nicht der Holiday Park hin? Also da bitte auf jeden Fall nachrüsten. Ansonsten, wenn ihr Hunger habt, gönnt euch die Churros noch und nöcher und dann, glaube ich, geht ihr ganz glücklich nach Hause. Absolut. Aber ansonsten finde ich, ja, also von mir zumindest und ich glaube von uns beiden gibt es schon eine klare Empfehlung, gerade wenn du das Thema Preis-Leistungs-Verhältnis angibst oder eben nennst, ist der Holiday Park ganz weit vorne, was das angeht. Und ja, also jetzt nicht nur, weil er nicht so viel kostet, sondern eben auch, weil er extrem viel bietet. Und immer wieder auch aktualisiert, investiert. Und ja, also da muss ich wirklich sagen, auch und auch für Groß und Klein, also gerade die Kleinen kriegen dort viel geboten, aber eben halt die Großen auch. Es ist wirklich für jeden was dabei. Man kann einen schönen Tag verbringen. Und ich finde immer, also ich empfehle immer Leuten, das mal auszuprobieren, weil er nämlich leider oft übersehen wird. Und wenn man so ein bisschen perspektivisch auch schaut, es wurde ja auch schon ein Hotel für den Holiday Park auch angekündigt. Also auch da merkt man oder sieht man einfach, dass es jetzt auch in den nächsten Jahren weitergeht. Und da gab es dann schon so Artworks, wie so eine Art Bienenstock, also so in der Thematisierung, klar, Biene Maya und Co. Also da soll es auf jeden Fall auch das Thema Übernachtung soll was kommen. Der hintere Bereich, da gibt es ja so einen großen See, da konnte man bis zuletzt auch einmal immer schön drumherum laufen. Das fand ich immer so ganz schön, um sich nochmal so ein bisschen auch in die Natur und das war dann auch ein bisschen auch ruhig zum Entspannen. Das geht nicht mehr. Und da wird schon so ein bisschen auch spekuliert, dass da vielleicht auch die nächste Attraktion hinkommen könnte. Gemunkelt, aber es ist wirklich nur rein Spekulation, dass da die Heidi-Holz-Achterbahn, die es ja auch schon in anderen Blobster-Parks gibt, dass die da auch hinkommt. Also lassen wir uns überraschen, aber ich glaube, dass wir vom Holiday Park in den nächsten Jahren wirklich noch viel erwarten können und uns auch erhoffen können. Und wenn dann auch dieses Hotel dann auch steht und vielleicht dann noch zwei, drei Attraktionen auch mehr dahin kommen, ich glaube, dass man dann schon dann auch mal so ein gutes Wochenende auch da die Zeit verbringen kann als Freizeitpark-Fan. Ja, absolut. Also das, ne, genau, es wird neue Sachen geben und dann ist es ja vielleicht irgendwann das Holiday Park Resort. Ja, vielleicht noch mit dem Wasserpark irgendwie dann auch dran. Auch das, sag jetzt mal, ist ja immer wieder dann auch in aller Munde. Mhm. Aber klar, von Konzept zur Realität, da vergehen ja immer so ein paar Jahre. Also da können wir dann in der Holiday Park Variante oder Folge 2022 dann nochmal sprechen. Absolut. Was da so alles kommt. Also, wir freuen uns immer, wenn wir so eine Folge auch mal aktualisieren dürfen. Das heißt ja, dass wir alle noch ein bisschen mehr geboten kriegen in den Parks, in die wir so gerne gehen. Ja, ansonsten, du hast ja schon gesagt, es lohnt sich immer, den Holiday Park auch selbst zu entdecken. Man schafft das alles gut in einem Tag, ohne dass man sich jetzt groß den Stress irgendwie geben muss. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein schöner, gemütlicher Park mit vielen Highlights, mit vielen großen Attraktionen, mit vielen herausfordernden Attraktionen, aber auch kleinen Attraktionen wie Biene Maya und Co. haben wir ja schon alles besprochen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall und ich bin ein großer Fan und ich glaube, ab nächsten Jahr werde ich mir dann auch die Jahreskarte dann auch zulegen, weil ich glaube, da wird sich dann richtig lohnen, dann auch mehrfach im Jahr dann vorbeizuschauen. Genau, da bin ich bei dir. Super, ja, ich glaube dann, das Wichtigste haben wir jetzt schon besprochen. Wir haben ja euch da draußen auch versprochen, dass wir nicht nur immer über die ganz Großen der Branche sprechen, sondern vielleicht auch mal ein paar kleinere bis mittelgroße. Das wird auch nach und nach jetzt auch passieren. Jetzt mit dem Holiday Park haben wir jetzt ja schon eine gute halbe Stunde auch uns unterhalten und schon unsere persönlichen Empfehlungen an euch weitergeben können. Aber auch das wird in den nächsten Folgen weiter der Fall sein. Also nicht nur die großen, sondern es kommen jetzt auch ein paar kleinere Parks. Wenn ihr Wünsche habt, gerne schreibt uns das auf unseren Kanälen. Wir stellen die gleich nochmal auch vor, damit ihr uns auch kontaktieren könnt. Wenn ihr eine spezielle Tipps- und Tricks-Folge oder generell eine Folge auch zu einem bestimmten Freizeitpark hören wollt, dann schreibt uns das gerne. Wir gehen gerne auf Wünsche ein und beleuchten wirklich alles, was es Wichtige zu wissen gibt vorab. Wenn ihr jetzt vielleicht auch auf einem Weg in Richtung Holiday Park seid oder in einem Freizeitpark, dann ihr hört jetzt gerade in die Folge rein, aber vielleicht auch in die anderen Folgen, die wir auch schon online haben, würde uns auf jeden Fall sehr freuen.
Und ansonsten, und da würde ich jetzt mal zu dir überleiten, Jens, du bist ja nicht nur hier in unserem gemeinsamen Freizeitpark-Trailer-Podcast mit Teil, sondern ja, bist ja auch noch zweitgleisig unterwegs, wenn man das so sagen kann. Ja, vielleicht stellst du dich den Leuten vor, die dich noch nicht kennen und wo man dich finden kann. Sehr, sehr gerne. Das ist ganz lieb. Ja, wir haben es ja eben schon angekündigt. Wir sind ja auch Fans von anderen guten thematisierten Freizeitparks und dazu gehören natürlich als Oberklasse auch die Disney-Parks, auf die ich mich ein bisschen spezialisiert habe. Also, wenn ihr ja viele Updates und News zu der Welt der Disney-Parks und zwar nicht nur Disney Paris, sondern weltweit hören wollt, dann findet ihr das auf meinem anderen Podcast Mausgebubble und auf der dazugehörigen Website mausgebubble.de und Mausgebubble auf Instagram und wo auch immer. Also, wenn ihr da Fragen habt, an mich auch vielleicht zum Holiday Park oder zu anderen Parks, aber hauptsächlich zu den Disney Parks, dann kontaktiert mich da gerne und hört da gerne rein. Mausgebabbel kommt ungefähr alle 2 Wochen raus mit den aktuellsten Themen aus den Disney Parks. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ah, oh, das haben wir lieb. Vielen Dank. Ansonsten, mich findet ihr, wie der Podcast-Name es ja schon sagt, unter Freizeitpark Traveler. Also schaut doch da gerne vorbei, wo ich so unterwegs bin. Gerne auf Instagram, seht ihr immer die ganzen Live-Stories. Ansonsten auch bei Facebook auf meinem Blog stelle ich regelmäßig die neuesten Tipps zusammen oder Neuigkeiten. Also da gerne mal vorbeischauen. Und ja, wir haben auf jeden Fall noch einige Folgen vorbereitet. Das Futter geht uns auf jeden Fall nicht aus, wie man so schön sagt. Also wir haben uns auf jeden Fall noch viele Themen und viele Freizeitparks hier auf die Liste geschrieben und ja, würden uns sehr freuen, wenn ihr einfach auf unserer Reise zu den schönsten Freizeitparks in ganz Deutschland und auch Europa dabei wärt und wir euch vielleicht mit dem einen oder anderen Tipp dann auch ja, begeistern können oder so ja, die Freude nach draußen bringen könnt, dass ihr sagt, Mensch, jetzt gerade wie in diesem Fall den Holiday Park, den möchte ich jetzt auch mal besuchen. Und wenn ihr da wart, dann schreibt uns gerne unter Mausgebabbel oder Freizeitpark Traveler oder auch auf der Instagram-Seite Freizeitpark Traveler Podcast. Wir sind da wirklich überall vertreten, wie ihr die Folge, ja, wie euch die Folge gefallen hat und ob ihr die Tipps auch im Parkgeschehen auch anwenden konntet. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann würden wir uns noch, also es sind ganz schön viele Aufgaben, ich merke schon, dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr auf Apple Podcast zum Beispiel uns eine Bewertung ja, abgeben könntet oder auch eine persönliche Empfehlung, Jens, oder? Ist ja auch immer ganz gut. Sehr, sehr gerne, genau. Immer gerne weiterempfehlen, wenn ihr andere Leute habt, die sich für Freizeitparks interessieren, aber vielleicht sich noch nicht wirklich auskennen, wo sollen sie mal hinfahren, haben wir natürlich auch eine große Auswahl jetzt an Folgen zu allen möglichen Parks, die ihr euch da anhören könnt. Und deswegen freuen wir uns da auch immer über eine Empfehlung. So, jetzt haben wir euch genügend Hausaufgaben gegeben. Ein letzter Tipp noch. Es gibt zu dieser Folge einen passenden Blogartikel auf deiner Seite freizeitpark-traveler.de. Und da sind auch noch ein paar Fotos vom Holiday Park, die du gemacht hast. Und aber auch alle Links, die ihr braucht und alles nochmal zum Nachlesen. Falls ihr nochmal, ja, was auch lesen wollt, soll es ja auch noch geben. Ja. Super. Dann, Jens, dir wieder vielen Dank. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und ich erst, das gebe ich zurück. Vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Viel Spaß in den Parks. Tschüss.